schönen guten Morgen und einen schönen dritten Advent wünschen wir euch. Es ist jetzt 11:30 Uhr. Wir sind schon ein bisschen wach. Ja. Die Kinder sind ein bisschen krank. Sie haben eine Erkältung. Beide haben den Schnupfen und den Husten. Danke. So, das war meine Mama, die angerufen hat. Nein, mache ich jetzt. So, die Kids brauchen noch ihre Medikamente. Kinder wollen Milch. Ohne das komme ich nicht mehr an die Schränke. Ja, Janusz kriegt auch Milch. Ja, wir waren gestern noch auf meinem Mann seiner Weihnachtsfeier. War ganz okay. Nur wie wir nach Hause gekommen sind, die Kids waren, also meine Mama war da und die Kids waren dann noch wach. War nicht schön. Aber naja. Ja, dann mussten wir die noch ins Bett bringen. Und um 11:30 Uhr oder so haben sie dann geschlafen. Ja. Ja, mal sehen, was wir heute noch so machen. Ob wir auf den Weihnachtsmarkt gehen oder zu meinen Schwiegereltern. Müssen wir einfach mal schauen. Was? Jemand hoch. Ja. Da ist meine Große. Komm mal her. Ouch. Ouch.
Ja, wie gesagt, mal sehen, was heute noch so passiert. Wir kochen nachher auf jeden Fall noch. Und dann nehme ich euch noch mal ein bisschen mit. Und mal sehen. Ich mache jetzt meine Semmelknödel. Ich mache die heute im Thermomix. Bei uns gibt es heute Rinderbraten und Semmelknödel. Ich wiege mir jetzt gerade 300 Gramm Brötchen ab. Ich hole jetzt noch mal ungefähr die Hälfte raus, weil sonst packt der Thermi das nicht für zu zerkleinern. Fülle ich mir jetzt noch mal um. So, das Ganze machen wir jetzt noch einmal. Also wieder die Brötchen in den Thermomix. Den Spatel einsetzen. Das füllen wir uns jetzt um in eine Schüssel. Dann geht es weiter. 80 Gramm Zwiebeln halbiert. Ich gehe mal gerade Zwiebeln hoch. Was der Papa kommt, der gibt er dann, ja? Ja. So, dann einmal. Was, Mensch? Was? Ja. Nee. Ja, ja. So, also meine Tochter hat gerade gesagt, also der Weihnachtsmann, der will nicht, dass er den Nono tagsüber im Mund hat, sondern nur noch zum Schlafen. Jetzt hat sie gerade gesagt, sie will lieber den Nono keine Geschenke. Also, machen wir 80 Gramm Zwiebeln da rein. 90, okay, ein reicht. Petersilie habe ich jetzt keine frische, da hole ich aus dem TK. Wir nutzen nicht so viel frische Petersilie, die geht mir jetzt zu schnell kaputt und deswegen hole ich immer wieder. Ich mache da jetzt einfach mal Kühl rein. Mama.
Nein, es gibt jetzt keinen Eisschatz. Es gibt gleich Mittagessen. Ne? Aber doch. Ja klar. So, dann wird das jetzt zerkleinert. Was will er denn jetzt? 25 Gramm Butter. Und 30 Gramm ist auch okay. Und das wird jetzt 3 Minuten lang gedünstet. Leute, ich muss es euch zeigen. Pünktlich zum 3. Advent Oh, man sieht es nicht in der Kamera. Naja, es ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz feiner Schnee. Ja, mein Mann ist schon ganz aufgeregt. Er bekommt morgen sein neues Auto. Mein Mann ist der übelste BMW-Fan und muss leider zurzeit ein Peugeot fahren. Er ist überhaupt nicht zufrieden. Und ja, er freut sich jetzt tierisch auf morgen. Ich habe keine Ahnung von Autos. Also er hat auf jeden Fall so ein einer BMW als Coupé, wo er sich geholt hat, und mit M-Paket, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall nehme ich euch da am Montag nochmal mit. Und ja, mal sehen. Ich hoffe, er ist jetzt zufrieden dann. So, also ich habe gerade bemerkt, dass das Mikro aus war. Der Thermomix wollte noch 220 Gramm Milch. Und hat das dann erwärmt. So, jetzt will er die zerkleinerten Brötchen. Brötchen sind dann drin, dann will er 3 Eier. So. Dann 1 Teelöffel Salz. Ich habe mir, wie ich mir den Thermomix gekauft habe, auch diese Löffel hier gekauft. Und die sind Gold wert. So. 1 Teelöffel. Dann will er 2 Prisen Pfeffer. Und das Rezept ist auf dem Cookie-Doo gespeichert. Oder ist vom Cookie-Doo. Allerdings ist da... ist da noch Rindergulasch dabei, also es ist Rindergulasch mit Semmelknödel. Aber wir wollten heute keinen Gulasch. Ich hab's gefunden. Also die Organisation von meinen Gewürzen, ich zeig die euch mal gerade. Sieht so aus. Also ich habe das alles beschriftet, nur
Manchmal suche ich mir da echt den Wolf, für irgendwas zu finden. Keine Ahnung, meistens kriegst du dann auch noch vor der Nase, ne? So, dann wir das jetzt mit Spatel durcheinander gemacht haben, das 20 Sekunden. Meine Tochter hat mir gerade eine Rose gemacht, aus Knete. So. Ich kann das nicht jetzt machen. Ja, dann hol dir deine Rose wieder. So. Füllen wir das wieder in die Schüssel um. Dann machen wir das jetzt nochmal durcheinander. Mir ist das aber echt noch ein bisschen zu nass. Ich zeige euch das mal. So sieht das jetzt aus. Ich mache da jetzt noch Semmelbrösel mit rein. Mama, Rose. Ich weiß nicht, wo die Rose hin ist. Rose. Ach, die Rose. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, wo die Rose hin ist. Man könnte jetzt einfach auch noch ein Brötchen mit dazu schneiden. Aber ja, mit dem Semmelbrösel geht es einfach schneller. So. Aber ich werde das Gulasch da irgendwann noch mal ausprobieren, weil das soll ja eigentlich echt lecker sein. Wir brauchen jetzt den Aroma. So, und da geben wir jetzt einfach die Semmelknödel rein. Maus, mach schon mal den Schrank zu. Mach ihn zu. Amy, mach bitte zu. So, ungefähr so. Prost. Ich weiß nicht, was da wäre. Ja, du hast doch Tränke, Schatz. Ja, ich weiß. So ungefähr, ja, diese Größe hier. Bist du? Ja. Es wird halt im Varoma und auf dem Einlegeboden verteilt. Ja, und so wie es jetzt aussieht, fahren wir heute Mittag noch zu meinen Schwiegereltern vielleicht. Mal sehen, was heute noch so passiert. Weil wie gesagt, die Kiddies sind krank. Da können wir nicht ganz so viel machen. Es hat auch wieder aufgehört zu schneien. Also wir hatten am ersten Advent und am zweiten Advent mega Wetter. Also Schnee eben. Und ich liebe Schnee. Meine Tochter hatte letztes Jahr
als ich das erste Mal den Schnee gesehen habe, echt Schiss. Also sie wollte nicht in den Schnee, sie hat nur geschrien. Dieses Jahr sieht das dann ganz anders aus. Sie hat sich gefreut und hat mit Papa einen Schneemann gebaut. Ja, wir waren schon Schlitten fahren. Dieses Jahr, also echt schön. Ich hätte so gern nochmal weiße Weihnachten, ne? Aber ich glaube, das können wir vergessen. So. Die sind fertig. Ich gehe mir mal meine Hände waschen. Immer noch bei den Gulasch. So. Jetzt gebe ich so zwischen 500 und 700 Gramm Wasser in den Mixer. Ja, aber ich habe ja kein Rindergulasch, deswegen gebe ich jetzt einfach das Wasser rein, dass die mir gar werden. Ich habe jetzt 800 Gramm Wasser. Dann werden die Knödel da aufgesetzt. Drauf und dann 20 Minuten gebart. Ich zeige euch mal gerade unseren Braten. Okay. Schaut euch das an. Ja, du. So, ihr Lieben, unser Essen ist fertig. Wir lassen es uns schmecken. Bis später. So, ups. Wir haben gut zu Mittag gegessen. Meine Tochter schaut die Farben. So schön. Ich mache jetzt mal noch Holz auf den Kamin. Oder macht das mein Mann? Gut. Papa macht Holz auf den Kamin. Lecker. So, wir fahren nachher noch zu meinen Schwiegereltern. Ich mache jetzt gleich noch die Küche sauber. Unser Sohn schläft noch. Den gehen wir gleich wach machen. Dann schläft er uns heute Abend nicht mehr, das ist dann auch nicht so prickelnd. Ja. Hey Mama. Hallo meine Lieben. Eigentlich wollte ich noch quasi unsere Abendroutine filmen. Aber leider hat das jetzt nicht mehr funktioniert, weil die sind jetzt beide auf dem Heimweg von meinen Schwiegereltern eingeschlafen. Wir haben jetzt noch schnell zu Abend gegessen und haben sie jetzt fertig gemacht.
Und jetzt ins Bett gebracht. Also ich glaube, die Große, die schläft jetzt schon. Der Kleine ist noch ein bisschen am Meckern. Aber ich denke, das dauert auch nicht mehr lang. Ja. Ich schaue jetzt mal, was mein Material so ergibt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja. Ich wollte euch morgen auf jeden Fall das Auto noch zeigen. Und ja. Ich hätte gesagt, dann bis morgen. Tschüss.